Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assetto Corsa. Wir sind heute auf Nürburgring GP unterwegs. Ich weiß, ihr habt noch kein Bild. Ihr seht auch schon das Auto. Ist so ein bisschen der Liga-Auftakt für die neue GT3-Saison, die kommende. Das geht in ungefähr 2 Wochen los. Und es ist ein reines Public-Rennen, sage ich jetzt mal so. Also sind einige Fahrer der GT3-Klasse da. Allerdings können auch Außenstehende mitfahren, die jetzt nicht unbedingt Liga fahren möchten, aber jetzt schon mal ein schönes Rennen fahren möchten, sage ich einfach mal, ein sauberes, faires. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr jeder jetzt noch nachjoinen, 2 Minuten Zeit. Da war einfach abgefahren, suchen, Passwort ist Vorfreude. Könnt ihr gerne mitmachen. Ich glaube, ich muss mein Mikrofon nochmal umstellen. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall bin ich im Teamspeak mit dem Andi, der, ich weiß nicht, ob er pinkeln ist oder nicht. Wir probieren es mal aus. Hallo, hallo. Okay, da ist der Andi. So, jetzt kriegt er auch das Bild. Das denn funktioniert. Gerade sagt er mir schwarzer Bildschirm. Naja, okay. So, und da sitzen wir schon im Fahrzeug. Haben noch 1:30 Zeit und dann geht das Ganze schon hier los. Wir haben uns platziert als Vierter, wie ihr seht. Der erste ist Backfisch.
Im Ferrari, danach Lukas Fuchs, wo ich jetzt gar nicht weiß, wer ist das? Keine Ahnung. Turnt, okay. Ja, Turnt auf zwei mit dem McLaren. Marius, ne, kennt ihr vielleicht Magel. Dritter, wir Vierter, Matt Schober 5, Axel Stefan, auch Akebisi, Sechster, Siebter, der Jared. Marvin Weil, müsste wohl Marv VLN sein, ist als Achter qualifiziert, der Andi als Neunter. Schecks 10, 11, Mike Newman, 12 Bad Ironman, 13 der Lars Braun, das müsste Lache sein, ne? 14 AJ, 15 Flatout. Also ihr seht, Flatout ist, glaube ich, ein Public-Fahrer, sage ich jetzt mal so. In Anführungsstrichen, ne? Seht ihr? Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne noch mitmachen. Ansonsten begrüße ich mal den Chat. Da sehe ich den Gorkenmuffin, der ist wieder mit dabei. Smoking Cloaker, der Jupp ist mit dabei. Hi. OOA. Ja, ist mit dabei. Und der Felix Lorenz. Das sind zumindest die, die ich jetzt sehe. Jungs. Ja gut, ich setze mich mal ins Auto. Jetzt geht es auch wirklich schnell los und wir machen natürlich mal die Apps an. In der Start, oder? Ganz normal. Bei mir ist einer verschwunden. Ah, und ich bleib stehen. Problem beim SCG ist wirklich, also ich habe jetzt keinen Start geübt, okay. Aber Problem beim SCG ist, du kannst die einzelnen Gänge nicht unabhängig voneinander einstellen. Das war jetzt wahrscheinlich das Problem, warum der so abgesoffen ist. Und der Lambo läuft sowieso immer ab. Der Jupp wünscht viel Erfolg, danke. Oh, das war ein bisschen früh. Danke. Habt ihr Spielsound? Nein, habe ich jetzt echt den Spielsound vergessen? Das ist ein guter Moment für Spielsound, denn OBS ist nicht auf meinem zweiten Bildschirm, sondern im Hintergrund. Ich versuche. Ja. Ich werde das jetzt trotzdem mal versuchen gleich. Das tut mir leid. Oh. Ich habe keine Ahnung, ob das gut geht oder nicht. Ist nur eh nur ein Spaßrennen, von daher. Jetzt solltet ihr Sound haben und ich habe einen kleinen Ausritt gemacht mit Oh, Dreher. shit. Läuft, läuft. Bin noch neben der Strecke, alles gut. Ah, ich hoffe, ich habe jetzt nicht den falschen Regler hochgedreht. Jungs, sagt mir, hört ihr jetzt Musik oder hört ihr Spielsound? Oh Mann. Oh, Musik in Dauerschleife, wenn es geht. Das könnte der absolute Face-Stream hier werden. Ich probiere jetzt Ah, meine das. Musik auszumachen. Man hört Andi auch nicht. Ja klar, Andi kann man nicht hören. Wenn ich den Spielsound unten habe. Alter, ja, das Problem war, das Hinterrad war noch überhitzt. Jetzt sind wir hier ganz weit hinten. Ja, ist egal, wir haben 1 Stunde 20 Zeit, alles gut. Kein Ligarennen, keine Punkte. Ich habe mich sowieso nicht wirklich vorbereitet mit dem SCG. Wir kriegen das schon noch hin. Also Top 10 will ich schaffen bei wie vielen Fahrzeugen? 15 oder 16? Sollte 15. möglich sein. Oh, der Lacher auch weit abgeschlagen. Genau, jetzt gibt es wenigstens ein bisschen Action. Achso, Andi, wie gesagt, ne, ich kann das machen. Muss sagen, wenn es sie nervt oder so. Nö, nee, alles gut, alles super. Oh. Nagel runter. Oh, der wird doch nicht immer noch das Internetproblem haben. Ja, nicht so geil.
keine Action mehr. Dreimal übers Gras gefahren. Einmal eingedreht. Schon den ersten Schaden drin. Schauen wir mal. Hey, es sind einige auf Softs unterwegs, ne? Ja. Ich hab's auch riskiert. Ich hoffe, es war kein Fehler. Oh ja. Ich hatte schon auf Platz 3 vorgespült. Auch nicht schlecht. Aber es sind, glaube ich, jetzt schon 3 Audis vor mir abgeflogen. Ah. Mit 2. Metschober ist auch direkt vor mir und ziemlich langsam, habe ich das Gefühl. Für einen Metschober. Weiß nicht, warten die, dass ich das... Disqualifiziert, genau. Qualifiziert. Oh, ist ja langsam hier. Das könnte doch was werden. Weil durch die NGK war klar, dass es in die Hose geht. Wenn ich mal eins sagen darf, Nürburgring GP überholen finde ich eine Katastrophe auf der Strecke. Oh. Noch. Ja, ja, und nochmal. Der Lache ist ein bisschen ungeduldig. Das war jetzt der dritte Kontakt mit ihm. Ich hatte mich sogar einmal umgedreht dabei. Oh, und da steht der Jared. Oh oh. Der wird doch wohl mit seinem neuen Equipment nicht gleich Probleme haben. Ja, der Standausgang Schumacher ist, also von daher wird er abgeflogen sein. Auch wieder ein Audi. Der Merkel hat einen Anruf bekommen, schreibt er. Er musste raus. Ja, alles klar. Du kannst ja noch mal reinkommen, wenn du Bock hast. Die jetzt nicht auf die Platzierung ankommt, denn die Strecke ist relativ leer. Ja, also würde ich sehr begrüßen, wenn er wieder reinkommt.
iPad spricht. Also die beiden ersten legen ein mörderisches Tempo vor. Die nehmen mir pro Runde fast 2 Sekunden ab. Wieder am Matt dran. Alter, Alter, Alter. Er fährt wirklich allerletzte rüber. Welchen Auto ist der unterwegs? Ich hab mal abgeschossen. Okay, okay. Jetzt fliegt er mich sogar vorbei. Was ist los? Warte auf ihn, er lässt mich vorbei. Keine Ahnung. Vielleicht will er mir jetzt hinten drauf fahren. Moin, du Flasche. Wann und wieso ich mich umbenannt habe. Der Hauptgrund ist eigentlich der Google-Suchalgorithmus. Das piept mir übrigens völlig normal, weil ich mich gerade gemutet habe im Teamspeak und ich kriege dieses Piepen nicht weg. Müsste gerade mal mitleben. Jetzt nur nicht gedacht, dass es so piept. Ich habe mich hauptsächlich umbenannt, weil der Google-Suchalgorithmus einfach Schrott ist. Der erkennt nicht, ob ich 2 E's in meinem Namen habe oder 6, okay, 6 E's sind jetzt auch nicht ideal. Das Racing macht ein Real Name oder ein Klarname, wie es manche sagen, Sinn. Also habe ich versucht, was Artgerechtes zu finden, zu schaffen, und das war dieser Name. Aber ich habe noch keine Ahnung, ob es dabei bleiben wird. Ich habe wirklich keine Ahnung, ich bin da so unsicher. Hi, Zähnchen. Ich habe schon 2 Sekunden aufgeholt in einer Runde, also es sollte möglich sein, da schnell wieder ranzukommen. 4 Runden oder so sollten ein Checks dran sein.
Vielen Dank, Zehnchen. Hi, Dimose. Du musst mir trotzdem endlich mal verraten, wie man dich ausspricht. Sonst nenne ich dich auch noch die Möse, wie das Luki macht. Welches Fahrzeug wir für die Liga fahren werden, ich habe keine Ahnung. Weiß nicht, wie es da beim Andi aussieht. Das ist eine sehr gute Frage. Und ich kann mich bis jetzt noch nicht entscheiden. Zwischen? Naja, das hängt ja davon ab, wie wir uns einigen, ne? Ja, was kommt für dich in Frage? Also, Lambo favorisiere ich immer. Mag das Auto zu fahren. Scuderia wäre auch eine interessante Wahl. Und AMG hätte ich eigentlich auch mal Lust. Ja, so ähnlich geht's mir auch. Ich hab mal gerne eine saubere Runde fahren, aber man merkt das Gewicht beim SCG, es ist unglaublich. Ich habe Testrunden vorhin gedreht mit 50 Litern Sprit, aber alles in Ordnung. Jetzt sind wir auch wieder bei 50, aber jetzt haben die Reifen natürlich schon ein bisschen gelitten. Fährt sich gefühlt schlechter als vorhin mit Mediums und 50 Litern. Oh je. Ist egal, Zeiten sind ungefähr konstant, wir kommen ran. Da ist ein nettes Grüppchen gleich von drei Fahrern. Also hinter mir fährt der Mike mit dem Porsche und er hält tapfer mit. Auch P4? Ja. Also. Der hat jetzt deutlichen Abstand zum Ackel geschaffen. Er fährt aber auch Softs, ne? Das versuche ich mal auf der nächsten Geraden rauszufinden. Ja, Smoking. Also wenn es den M6 geben würde, würde ich sagen, wir fahren M6. Ja. Ich mag das Auto einfach sehr. Ja. Wo ich keine Ahnung habe, wie gut dann die Umsetzung für Assetto Corsa ist, wie gut es in Assetto Corsa funktioniert. Aber hätte ich Lust drauf, den noch erschienenen Audi eigentlich weniger. Also optisch und vom Sound her ja, oh. Aber vom Fahren her,
etwas tricky. Ja. Besorgen Sie es aber ordentlich hier. Jetzt kommen wir ja gleich mit dazu, da wird es noch bunter. Wir werden sich ja so schon nicht einig. So, der Mike fährt soft hinter mir. Frag mich gerade, wie der das gehandelt bekommen hat, dass die Reifen eben nicht wegbrennen. Ja, profitiert sehr von den niedrigen Temperaturen, würde ich sagen. Aber trotzdem, das ist schon eine Hausnummer, auf Softs dann so eine lange Distanz zu fahren. Oh! Er hat den Marvel weggedreht. Aber an so einer Stelle habe ich das auch noch nicht in dem Maße gesehen. Ach, immer zu spät. Reifen sind bei mir schon gelb. Ich sehe echt scharf aus. Ja, danke, danke. Wie so eine scharfe Chilischote, ne? Weniger Rutschen, mehr fahren. Die Reifen sind da, glaube ich, sehr undankbar. Hast du die Tür offen? Oh. Ja, was passiert, wenn man da noch so die Tür zumacht? Du bist schon auf Platz 6. Nein. Ich habe gerade mal wieder ein bisschen Abstand zum Bad Iron Man geschaffen. Wo ich da schon dran war. Nee, mal ungewollt. Ja. Ich muss einfach sagen, der SCG ist auch nicht die Beschleunigungsbestie, was es ein bisschen schwer macht an solchen Momenten. Auch gegen so einen McLaren. War jetzt natürlich Fahrfehler von mir. Aber hier sieht man es ganz deutlich, wir sind ungefähr gleich schnell aus der Kurve rausgekommen. Gut, dass ich da offen gelassen habe.
Was sagen deine Reifen? Alle bis auf vorne rechts sind jetzt schon gelb. Okay. Aber ich bin bis jetzt nur 3-4 Zehntel langsamer als am Anfang. Ich glaube, das resultiert momentan mehr aus Unkonzentriertheiten. Ja gut, wenn wir so ein Ligarennen fahren, muss man auch mal sagen, wir fahren da bestimmt schon für jedes Rennen 2-3 Stunden vorher schon mal die Strecke und das Fahrzeug und bauen Setup und trainieren, schießen uns drauf ein, dann passieren natürlich auch weniger Fehler. Aber jetzt so ganz kalt, also wie gesagt, ich bin vielleicht, wenn es hochkommt, 20 Minuten gefahren. Ja, man ist halt auch noch stark dem Porsche gewöhnt, ne? Ah. Also ich zumindest. Ich bin ja in der Sommerpause so gut wie gar nicht gefahren. So geht's mir auch. Ah, ja, du weißt ja. Ein Gewohnheitstier, bei mir arbeitet alles langsam im Kopf. Ja, das kenne ich. Also richtig ran komme ich ja nicht an den Shacks. Der Shack sitzt im Audi, oder? Ja. Ist mühselig. Was sagt dein Spritverbrauch? Der müsste ja horrend sein. 3,6 Liter die Runde. Uiuiuiui. Ui, ui. Ja? Mal raus damit mit dem Zeug. Eben. So schneller, leichter wird das Fahrzeug. Werden, oder? Ja. Jetzt sind wir schon nah dran. Jetzt gehen meine Rundenzeiten langsam runter. Hey, der Audi kommt gut weg aus der Kurve. Könnte echt ein Problem werden. Oh.
Ja, jetzt ist scheinbar Medium-Zeit. Der Acke hat sich an den Mike wieder rangerobbt. Der Acke ist auf Medium und der Mike ist auf Soft. Okay. Und die hatten vorhin schon mal richtig viel Abstand. Bin am Checks vorbei. Yes. Irgendwie, keine Ahnung, was er da gemacht hat. Die unter Druck setzen lassen oder so. Ja, Dimitri, ich glaube, er war einfach zu schnell. Bisschen quer gekommen. Wir sind ja beide nicht optimal durch die Kurve durchgekommen. Und dann war ich neben ihm auf der Strecke. Er konnte einfach nicht mehr auf die Strecke fahren. Daher Punkt für mich. Da steht der AJ auf der Liste. 2,2 Sekunden Abstand. Wie sieht es bei dir mit den Abständen aus? Oh, bitterböse. nach vorne habe ich aktuell 22 Sekunden Abstand. Und nach hinten zu Mike 10 ungefähr. 8 bis 10. Wer ihn noch nicht kennt, der hat einfach ein Händchen dafür, um nichts rumzufahren. Ja. Dort, wo nichts passiert, da findet ihr Andi. Ja, das wird scheinbar an mir liegen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder bist du zu schnell oder zu langsam. Oder keins. keins von beiden. Oder vielleicht liegt es an der Körperhygiene, ich weiß es nicht. Ja. Da sprichst du für mich. Ja, die Bremsbeläge werden auch langsam länger. Haben sie schon Haare oder was? Oh. Bitte? Oh, hinten links rot. Ah, sehr gut. Passend zum Auto, oder? Richtig. Ich weiß gar nicht, ob das bei allen rot ist. Ich glaube, das ist kein Standard-Skin, den ich hier gewählt habe. Das ist der Scuderia, also der Scuderia Ferrari Skin. Das sieht doch so aus.
Ja, also kein Standard oder wie? Klingt so original. Bin mir nicht sicher, aber ich dächte, ich habe den schon ein paar Mal gesehen. Oh, jetzt habe ich den Metroer vor mir. Du hast den Metroer vor dir? Ja. Ich glaube, er kam gerade aus der Box. Ich kann sagen, das muss ja fast eine Überrundung sein. Ei, beide rot. Hinten. Echt langsam kritisch. Ja, noch drei Runden, dann müssen wir rein. Hast du aber jetzt gut aufgeholt, also. Ich hab dich jetzt schon wieder auf dem Zeitmonitor. Ja, geht. Oh, jetzt habe ich auch einen ersten roten Reifen hinten links. Hat die Bremsbalance eins nach vorne gestellt. Jungs im Chat, es ist noch nicht nach 22 Uhr. Oh je. Was ist da los? Irgendjemand will seinen Kopf in die Müsse stecken. Wenn ich weiß, wie das ausgesprochen wird, dann weißt du, wo er den stecken will. Mhm. Ach, nicht! Er will ihn nicht da reinstecken. Na gut. Warum nicht? Mach doch. Alte rosa Innenfutter. Oh, schlechte Idee, schlechte Idee. Geht noch? Na gut. Oh, hast du dich gedreht? Ja, ja, aber fast. Frag mich gerade, wieso ich mich nicht gedreht habe. Schumacher ist innen reingefahren, fast mit dem ganzen Auto auf den Curb drauf. Also ich bin jetzt drei Runden miteinander am Drifter hoch. Oh, das kenne ich noch vom Porsche. Weil bei mir sind mittlerweile auch beide Reifen hinten rot. Und ich muss noch ein paar Runden. Also fünf müsste ich noch. Ja, 80 Minuten Renndauer, ne? Genau. Ja. Warum willst du noch fünf Runden fahren? Weil das ist gut alles. Okay. Nein, keine Ahnung, ich kann dann irgendwann rein jetzt. Ich denke mal, so ein, zwei Runden werde ich schon noch. Ja. Dann habe ich hinten raus die frischeren Reifen. Mir fällt gerade was Witziges ein. Ich habe keine Boxenvoreinstellung gemacht. Oh, ich habe es doch extra gesagt. Was mache ich jetzt? Also wenn du gar nichts eingestellt hast, wird, glaube ich, nichts passieren. Aber ich glaube, du kannst, während du fährst, wenn du es auf Taste gelegt hast, einstellen. Jetzt haben wir ja gute Erfahrungen, auf der Geraden irgendwas zu machen. Hier Staub. Los, Jungs. Oh ja. Kann es verändern, tatsächlich. Ich glaube 80 Liter waren vorhin drin.
Ah, kommt hin, ich hab 61. Müsste so passen zum Skidabier. 81. Ja, du verbrauchst ja fast einen Liter mehr als ich. Ja. So, nochmal Sprit hier. Ja. Loft. Brücke. Ich habe keine Ahnung, wie viel Druck ich bei mir drin habe. Also wenn es wie bei mir ist, dann runter damit. Aber ich weiß nicht, wenn deine Reifen schneller heiß werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich 19 PSI drin habe. 19? Ja. Aber gute Frage, was habe ich eigentlich als Boxenstopp eingestellt? Soft oder Medium? Wie ist denn die Taste dafür? Zwei Tasten. Oh, da komme ich nicht rein. Ja. Schlecht. Ha! Ich hab sie managed. Obwohl die Tastatur hinterm Monitor ist. Oh, stimmt, ich muss rein. Jetzt muss ich das jetzt noch schnell einstellen, oh Gott. Schaden möchte ich auch mal reparieren. Hier ist so ein blöder Hucke, da bin ich schon mal rausgeflogen wieder aus der Box. Ach. 18. 18 ist egal. Von. Ich komm nicht in Leerlauf rein, ne? Toll, bleib mal gleich nochmal stehen. Ja, Falschfahrer. Pit-Config. Pit-Config funktioniert nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, ob es ein Update gab, dass es wieder funktioniert, aber es hat für reichlich Ärger gesorgt, deswegen. Ja, hat mich komplettes Rennen gekostet in Barcelona. Genau. So, jetzt die Karre repariert. Vielleicht halten jetzt auch die Hinterräder länger, nachdem der Heckflügel wieder da ist. Der Acke auf Mediums ist jetzt fast an mir ran. Echt? Aber die wird er doch nicht durchfahren. Hoffe nicht. Fährt er denn überhaupt? McLaren. Ja, gut. Hey, Box, Box, Box. Gib mir sehen, mit was willst du denn sonst gestopft werden? Mit Hackfleisch oder? Aber aus Hacke
Peter wird kacke später, ne? Muss ich aufpassen. Das Reifenwechsel schon immer so lange gedauert? Weiß ich nicht. Bei mir hat alles ungefähr gleich lang gedauert. Tanken, Reifen wechseln, Karten reparieren. Okay, Acke ist mit mir zusammen in die Box gefahren. Der hat ganz schön aufgeschlossen. Na, jetzt muss ich die frischen Softs ausspielen. Stimmt, jetzt sollte es eigentlich wieder schneller sein, ne? Theoretisch. Oh. Wenn ich es richtig sehe, hat der Axel jetzt auch auf Soft gewechselt. Okay. Da bin ich mal gespannt, weil jetzt muss er sie natürlich auch durchbringen, ne? Ja. Ich glaube, er war ängstlich am Start und hat sich für die Medium entschieden und vielleicht jetzt festgestellt, okay, Soft geht doch. Die ersten beiden sind ja Wahnsinnszeiten die ganze Zeit in den Softs gefahren. Ach, wenn doch die kleinen Fehler nicht immer wären. Zieh da einfach weg und mach mal einen großen. Ah ja, hast du ja auch recht drin. Hm. Das hättest du mir auch mal früher sagen können. Doch ist es nicht zu spät für einen großen Fehler. Und das ist der Pappspecht weg. Ey, der, sorry, der Landvogt. Ja. Das hat er vorhin schon mal gebracht in der Kurve. Oh, Acke, 14. schneller. Moin Duki, moin Nock. Welch Kranz in unserer Hütte. Hey, der wollte ja nicht mitfahren. So.
Also für uns, der hätte uns wieder einen Kuck im Boden gefahren. Ja, mit Sicherheit. Also ein bisschen Angst habe ich ja doch vor ihm. In letzter Zeit versucht er doch manchmal Rennen zu fahren. Das sieht gar nicht so dumm aus, leider. Ja, stelle ich auch immer öfters fest. Das war's dann wieder. Runde funktioniert mittlerweile, ne? Ja. Was dann mit der Unprofessionalität? Musst du unter deinem Slogan streichern? So, wie sieht's denn aus? Der Mike ist vor mir. Mit, kann ich, 5-6 Sekunden Abstand. Okay, Ackel macht ernst. Aber er muss erstmal vorbeikommen. Oh ja. Aber Acke ist kein Kind von Traurigkeit. Beim Überholen. Ja, stimmt, er steckt überall seine die Nase überall rein. Ja. Ja. Das war der Begrenzer. Zeit liegen lassen. Ich nehme dem Mike einiges ab, wie es aussieht. Ah, der käppelt sich mit AJ, alles klar. Wird warm im Renncockpit. Oh ja. Aber das war schon ab der dritten Runde der Fall. Wenn ich hier durch bin mit dem Rennen, da könnt ihr euch ein Stück gegartes Lamm abholen. Könntest du ja auch mal deinen Schafspulli ausziehen. Schreibt mich denn eigentlich die ganze Zeit an? Das ist. Antworte doch mal! Ja. Kann nicht wahr sein. Ich sehe doch, dass du da bist! Guck deinen Stream, weißt du?
Oh. Komm schon. Ich habe das Gefühl, der Scuderia hat nicht ganz so viel Power, oder? Gute Frage. Ich weiß, wir haben schon so oft nachgeschaut. Ja, vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, dem fehlen schon ein paar PS. Dass er eher so in der Klasse von McLaren angesiedelt ist. Ja, würde ich auch sagen, so ein typisches Aero-Auto. Da wird er wahrscheinlich auch einen Saugmotor haben. Wohin dreht er denn? 7. Aus. Honda-Motor, ne? War da drin. 6-Zylinder, wie Turbo, glaube ich. Echt? Wenn der ein Turbo hat, haben sie aber kleine Pinnacle verbaut. Ich bin mir aber nicht sicher, also Asche auf mein Haupt, wenn es nicht so ist. Aber der allwissende Chat kann doch ruhig mal nachschauen, oder? Ach. Oder sind die immer noch mit Dingens beschäftigt? Oh ja. Sagst du denn, Duki ist jetzt, ja. Achso, war dann. 530 PS. Oh, ich glaube, es verpasst. Geht noch. 530 PS, das bedeutet, der hat gar nicht so wenig. Im Gegensatz zu Nissan oder so. Na gut, du musst jetzt mal auf Gewicht vergleichen. Ja gut, der STG ist der schwerste, ne? Von den ganzen GT3-Wagen, das weiß ich noch sicher. Obwohl das ziemlich krass ist, ne? Also bei der Karre ist ja alles aus Carbon, ne? Ach, wieso scheide ich denn hier in den ersten? Jetzt gerade über das Carbon nachgedacht. Ich sag hier natürlich ran. Aber danke, Smoking, dass du nachgesehen hast. Oh, da hat er seine Nase fast in meinen breiten Arsch reingesteckt. Hm. Hat sich quasi eine braune Nase geholt. Geht. So, jetzt gegen den Porsche anstinken. Mike Newman ist vor uns. Der Porsche ist auf der Geraden gar nicht mal so langsam, kommt verflucht schnell aus langsamen Kurven raus. Bedeutet, wir können eigentlich nur richtig rankommen in den schnellen Kurven wahrscheinlich. Ja, ich denke auch. Wird es natürlich schwer, irgendwo vorbeizukommen. Wenn wir so einen Unsinn hier zusammenfahren.
Aber gefühlt halten die Reifen länger. Wie sieht's bei dir aus? Hast du schon ein gelbes Rad? Nein. Ja, auch noch nicht. Ich würde schätzen, nach der Renndauer hatte ich vorhin schon ein gelbes Rad. Ja, ich glaube, man kriegt jetzt ein bisschen Routine rein. Die ist nicht ganz so viel am Rutschen. Oh, warum? Jetzt hier in den Kampf rein. Ach! Okay, wir wissen schon mal, wo wir gut rankommen. Oh, letzte Kurve im Drift. Oh nein! Ach, wachs hier. Ich glaube, Axel fährt sehr viel Flügel. Versteh dich. Hoch, eine Überrundung. Marv, hinter mir. Wo kommt der denn jetzt her? Hier ist jede Runde sehr langsam. Da ist er quer. Wird sehr haarig. Kommt noch der vorbei, der sich wahrscheinlich zurückrunden will. Geil. Oh shit, das schaffst du! Ich glaube nicht. Kommt drauf an, was du schaffst. Ist unglaublich, wie der Porsche hier wegzieht. Ja, Traktion hat er, ne? Aus den langsamen Kurven raus. Ja. Er ist weg. Muss ich wieder ranfahren. Das sieht man schon, er ist ein bisschen langsamer in der Kurve. Und er kämpft schon mit den Reifen. Das sieht man auch. Kommen die etwas schnelleren Kurven, dann komme ich wieder ran. Dann sieht es auch am Leistungswert. Ich bin nicht unbedingt langsamer. Oh, ja, das ist nicht geil. Das ist nicht geil. Jetzt kann ich nichts machen hier. Er hat dann noch versucht, vor mir die Tür zu machen. Da kam es zu einer kleinen Berührung, da war eigentlich alles schon zu spät. Bin irgendwie gewillt, den Marv vorbeizulassen.
Ach, scheiße. War nicht geplant. Ich habe auf Leistungswerte geschaut. Frag mich gerade, ob ich ihn vorbeilassen soll oder nicht. Abschiebung. Was sagt ihr denn? Ihr könnt ja nochmal zurückspulen. Also ich fand es ein bisschen sehr grenzwertig. Ich würde es persönlich jetzt als Rennunfall betiteln. Strafe. Wäre hier nicht anschwarzen oder so, aber nicht ihn. Das sind jetzt vorbei. Wahrscheinlich ist er schneller als ich. Kann natürlich jetzt auch am Windschatten liegen und ich mache einen riesen Fehler, aber. Egal. Jetzt geht bei mir der Wheelspin hinten wieder los. Okay, versehentliches Übersteuern mein Duki. Bei. Oh, Mike gerade. Der quasi vor das Auto damit gefahren ist. Nach dem Montoya-Style. Danke, danke, danke. Okay.
So, die letzten 10 Minuten des Rennens. Du immer noch auf 3? Ja, aber wird knifflig. Also Ackel macht richtig Druck. Ich glaube, jetzt fangen seine Reifen auch an abzubauen. Weil eben hat er ein paar Runden richtig gepusht, gedrückt. Aber er hat auf der Gerade so gut wie keine Chance. Also trotz Windschatten fahre ich weg. Oh, Jared! Oh je. Naja, fast pünktlich. Eine Stunde zu spät halt. Ja, da muss er dann irgendwann rausgeflogen sein. Ach so, war der mit dabei? Ja, ja. Oh. Der ist ja mit neuen Lenkrad am Start. Ach stimmt, klar. Einmal Fanatec, einmal neu. Den habe ich ja vorhin noch stehen sehen am Anfang des Rennens. Ja. Ja, der hatte sich richtig drauf gefreut, dass es wieder losgeht. Aber da scheint es Probleme zu geben. War das wieder Jared gerade? Ja. Hi, Mixer. Jetzt geht das hier los. Der AJ hält wohl der Marv auf, der wirklich einen Ticken schneller war. Der ist jetzt natürlich in einer ungünstigen Position, weil wir haben noch knapp 7 Minuten zu fahren. Und er hängt quasi hinter meiner Position, die ich gerne haben möchte. Wird mich jetzt wahrscheinlich dadurch ein bisschen daran hindern, auf den AJ aufzuschließen, der ihn einfach nicht vorbeilässt. Doch! Okay, klasse gemacht. Hat er erkannt, alles klar, ich bin eh eine Runde zurück. Da kann ich noch so schnell sein. Jetzt kommen die beiden. Da geht es noch um eine Position. Bei ihm wahrscheinlich nicht mehr. Wir könnten uns tatsächlich noch Platz 4 holen, wenn wir gut sind. Platz 4? Ja. Nacke? Nee, AJ. Das ist 5. Ach stimmt, ja klar, steht auch dran. Oh, AJ. AJ quer in Schumacher rein. So macht man das. Aber dann scheint er echt nicht weit weg zu sein von uns beiden, ja. Können wir den Marv gleich wieder vorbeilassen? Das heißt echt nicht weit weg. Leistungsdata sagt, okay, das Rad hat gerade arg runter. Ja, wir waren gerade LGK. Ja, ich guck mal, wenn es relativ stabil ist. Also seit einer Schikane hinter uns. Ihr fahrt jetzt LGK, ne? Genau. Ihr seht Schatz hier. Komm. Jetzt bin ich im Knick erste Kurve.
Meine Reifen halten besser als im ersten Stint. Ja, bei mir auch. Das ist so nichts rot. Hat sich gelohnt, länger draußen zu bleiben. Kann ich mich jetzt nämlich wenigstens verteidigen. Ne? Ja, bei mir war es wahrscheinlich echt der Heckflügel. Ja. Der war ja ein bisschen Leidenschaft gezogen. Mit Leidenschaft. Ja, ich hab viel zu viel Sprit mit. Oh ja, da sagst du was. Du bräuchtest so einen Knopf zum Sprit ablassen wie im Flugzeug, ne? Also bloß nicht zu viel, aber. Wie im Flugzeug? Du meinst das mit der Kloschüssel? Wie beim Zug? So kann man sich das auch vorstellen, ne? Das wäre doch schön. Die U-Boote raus. Sehr fäkallastig heute, der Stream. Duki ist ja, der Name ist Programm. Boah, das hast du gesagt. Was ist die Übersetzung von Duki? Richtiger YouTuber muss ich sagen, schreibt's mal in die Kommentare. Hm. Oh Gott, alles klar. Also wie ich schon mehrmals bewiesen habe, man kann mit dem SCG ein bisschen driften. Es geht. Oh, mit Schober raus. Und ich fasse aus der Kurve. Wie mich das aus der Bahn wirft. Unser kleiner Schokodogi. Das ist echt gemein hier auf den letzten Kurven, was er mit mir macht. Wieso willst du gehen? Das Niveau ist doch genau. Ja, ist genau mein Ding. Aber sowas von. Sie gibt nicht auf, die Sau. Okay, ich hab mich gedreht. Ach, herrje, warum das denn? Ach, hat Spaß am Querfahren irgendwie, habe ich das Gefühl. War nichts mehr drin nach vorne, oder was? Ist vorne dann geraden. Und jetzt kommt AJ mit 3 Sekunden Abstand. Hinterräder komplett rot. Rot-rot. Also rot-warm und rot-kaputt. Genau. Läuft bei dir. Bisschen vorsichtig hier fahren. Wird er vielleicht noch die Platzierung retten? Oh, da wird sich schon wieder eindrehen. Nehmt's mir nicht so übel, ich nehme das heute alles nicht so ernst hier. Nee, soll's ja auch nicht. Eingestellt, müssen wir da noch eine Runde fahren, wenn abgelaufen? Nee, ich habe keine extra Runde. Also direkt in die Konsole reingeschrieben. Sollte eigentlich durch sein. Jetzt müsste gleich oben stehen, Leaders on Final Lap. Oh, und Axel dreht sich weg. Na gut. Hm. Mach es. Er ist an mir zu nahe gekommen. Ja, das ist ärgerlich, weil die Reifen sind jetzt echt platt und ich denke mal im McLaren noch mehr.
Ich glaube, der. Ich muss noch eine fahren. Also die waren schon drüber. Ganz knapp. Oh. Ja, die sind so weit vorne. Ich glaube, der SCG fliegt bei mir aber raus für die Liga. Okay. Er kommt zu schlecht aus der Kurve raus. Mhm. Das ist schwer mit überholen, ne? Genau. Topspeed ist okay, aber du brauchst halt wirklich sehr lange geraten. Ja. Kurvenspeed da ist auch richtig gut, ne? Ja. Ist klar, er hat, glaube ich, einen ziemlich langen Radstand. Von daher ist er auch ziemlich stabil in den schnellen Kurven. Aber in den. Ja. Ah, in den engen Kurven wird es halt ein bisschen kritisch. Also nicht ganz so wendig. Der kommt nicht aus der Kurve raus. Das ist der Merv. Oh, das sieht nicht gut aus. Hat er sieben Sprit verkalkuliert? Das sah echt nicht gut aus. So, er scheint auszurollen. Der ist ausgerollt. Ach, das ist entweder erst durch. Kann natürlich sein. Nee, kann nicht sein. Dem ist der Sprit ausgegangen, ganz bestimmt. Das ist ärgerlich, wenn man dann so eng kalkuliert, weil auf einen Liter kommt es nicht drauf an oder so, ne? Ja. Selbst auf 5 nicht. Upsi. Da sind. So, durch. Dein Lenkrad? Ja, ich hab grad mal ein bisschen Reifen getötet. Ja, dann. Fünfter Platz. Ja, super, da ist ja doch nochmal richtig was rausgekommen. Ja, von 4 auf, keine Ahnung, 14. Ja. Und wieder vor. Boah, das lässt sich doch sehen. Und das mit dem Scooty? Da steht Andi. In der alten Liga-Lackierung. Habe ich extra für ihn rausgesucht. Oh, Alter, super. Ich habe mich mega, mega gefreut vorhin, echt. Ja. Machen wir den hier. Ne, den nicht. Och, den wollte ich haben. Jo. Können wir mal schauen, wie sieht's denn aus? Okay, wir sind den ersten. Ich gehe zurück in die Box. Aber erste sollte. Was? Lukas Fuchs, echt? Ja, ja. Also Lukas Fuchs ist turned, ja, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Mhm, ist richtig. Was? Ja, na gut, McLaren. Ne? Er ist jetzt kein schlechter Fahrer, aber McLaren, ne? BMX macht's möglich. Bugfish, zweiter in Ferrari, auch jetzt nicht so die Überraschung. Nürburgring GP haben wir schon öfters gesehen, liegt dem Ferrari auch wirklich gut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, von dir auch starke Leistung, Dritter gewonnen. Aber ja, da hast du auch hart dran gekämpft, schätze ich mal. Ne? Ich glaube, der Axel war doch ein Ticken schneller. Ne? Ja, also immer die Hälfte von dem Stint, also vom zweiten Stint, dann hinten raus hat er, glaube ich, mehr Probleme mit den Reifen gehabt, schätze ich. Aber im ersten Stint war er halt durch die Mediums. Ne? Das war, denke ich mal, eine schlechte Wahl. Na gut. Aber er war ja jetzt auch nicht so weit von dir weg, ne? 10 Sekunden. Ja, genau. Also erst vorher war er immer so bei einer halben Sekunde und dann hat er sich ja weggedreht. Aber ich sehe gerade, er wird hier als Medium angezeigt. Stimmt. Ist er vielleicht doch Medium gefahren die ganze Zeit? Er ist ja schon vom Server runter, vielleicht ist da irgendwas... Ach so. Ja, dann ist das falsch, weil ich hatte eigentlich vorhin mitten im Rennen geschaut, aber es... Ihr habt die restlichen gerade gesehen? Ne, habt ihr nicht? Okay, ich gehe mal eben schnell durch. Ne? Wir sind dann auf 5, AJ auf 6. 7, der Shax und der Mike, ne, den hat sogar noch auf 8 verschlagen. Also das war ja, glaube ich, vorhin Position 6.
dem ich mal kurz aneinander geraten bin. Mit dem werde ich auf jeden Fall gleich nochmal sprechen. Mal gucken. Immer ganz gut, sich auszusprechen nach so einem kleinen Treffer, ne? Bad Iron Man auf 9, auch eine starke Leistung. Der Marv nur auf 10, ihr habt es gesehen, der war sogar einen Ticken schneller als ich. Also, wer weiß, was da passiert ist. Landvogt auf 11 und der Rest ist, glaube ich, alles rausgeflogen. Oh je, da müssen wir echt mal nachschauen. Waren jetzt Da auch nicht muss der. so viele Fahrer, aber. Ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, von meiner Stelle ist vorbei. Ich glaube, Replay anwerfen macht jetzt wenig Sinn. Ich wüsste jetzt nicht, wo man sich irgendwas ansehen sollte. Nee, denke ich auch. Hast du noch irgendwas zu sagen? Gibt es der Ligastart eigentlich fest? Der Ligastart ist momentan für den 12. geplant, wenn ich das jetzt recht im Kopf habe. Genau. Wir halten natürlich erstmal dran fest. Aber es kann natürlich immer was dazwischen kommen. Aber ansonsten Dienstag, 12.9. wäre dann der Ligastart. Genau, Und und wir eröffnen bald die Fahrerausschreibung für die übrig gebliebenen freien Plätze. Da wird es demnächst im Forum was zu geben. Also haltet die Augen offen, da kommt was. genau, das müssen wir, glaube ich, auch recht zeitnah jetzt machen. Also wir haben, ich Ja. glaube, roundabout 9 oder 10 Plätze frei. Wir haben aktuell genau 9 Plätze frei. Genau. Also 9 Plätze frei, ungefähr ein Drittel des Feldes. Also wenn ihr da Bock drauf habt, seid im Forum aktiv. In der Regel reicht es ja, ne? Wir suchen uns unsere Fahrer immer raus, sagen wir auch nochmal dazu. Bedeutet, wir schauen schon, ob der Fahrer in die GT3-Klasse passt und was das Wichtigste ist, dass er halt fair fährt. Ne? Und auch weiß, sich im Feld zu verhalten. Je nachdem werden wir eben auch sagen, alles klar, für dich hat es leider nicht gereicht. Wenn ihr da Bock drauf habt, sind eigentlich genügend Plätze da. Schaut einfach ins Forum, einmal am Tag sollte eigentlich reichen, möchte ich damit sagen, unterm Strich. Wenn ihr das seht, die Ausschreibung ist gestartet, schreibt dich einfach mit rein, auch wenn da sich schon 9 Leute gemeldet haben, völlig egal. Ne? Meldet euch einfach mit an und dann schauen wir mal, ob es passt, ob es nicht passt. Ne? Müsst nicht super schnell sein, aber eine gewisse, sag ich mal, Kontinuität und der Anwesenheit, so wie auch im Fahrerischen, sollte einfach da sein. Und halt auch ein bisschen Interesse, also dafür aufbringen, also auch aktiv sein im Forum, sich selbstständig informieren und, ne? Das ist so, was uns wirklich wichtig ist. Danke für die Glückwünsche. War ein recht interessantes Rennen. Und oh, der Jupp schreibt gerade, bei dem wird es auch knapp mit Teamfindung, Anmeldung, Skin-Erstellung. Ja, es ist wie jede Saison. Man hat 3 Monate Zeit und bricht alles über 2 Wochen übers Knie, ne? Genau. Ja, Ja, gehört dazu. ist immer wieder dasselbe. Ja. Alles klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Oh, Mixer fragt gerade, sollte man noch Netzet haben? Nö, eigentlich nicht. Ist natürlich schön, wenn du mit auf dem Teamspeak sein könntest und so weiter. Aber es ist kein Muss. Ne? Wir haben wenige Fahrer, die wenig aktiv auf dem Teamspeak sind, bis hin zu gar nicht. Es sind wirklich sehr wenige, aber ja, sie sind da. Okay. Das weiß ich nicht, Langvogt. Das weiß ich nicht. Okay, wir sind damit raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ne, schaut ins Forum, wenn ihr Bock habt. Ansonsten geht es in 2 Wochen los, dann werde ich wieder regelmäßig streamen. Alles klar. Ciao. Bis bald, Jungs. Tschüss.